Hallöchen, liebe Freunde und Penner da draußen, zu einer neuen Ausgabe von Computerlag Kills Nummer 6. Ja, und zwar habe ich noch schlechtere Nachrichten als die letzte Ausgabe, die ja auch schon, glaube ich, über ein halbes Jahr lang her ist, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar seht ihr erstmal diese süße Katze auf diesem Bild und denkt, Mensch, die muss es gut haben. Die ruht sich schön aus, es ist alles bequem. Aber auch wenn sie aufsteht, läuft das alles wie geschmiert. Bei mir ist es leider nicht so. Ich ruhe mich aus und nichts funktioniert hier. Genauso ist es wie mit meiner Internetleitung. Und zwar, ich bin mir gar nicht mehr sicher, was ich erzählt habe in der letzten Folge. Das ist auch gar nicht relevant. Die schlechte Nachricht ist einfach, ich werde vor April, Mai kein besseres Internet bekommen. Das liegt nämlich daran, dass ich in diesem Vertrag von der Telekom feststecke und ich auch da nicht ansatzweise irgendwie rauskomme, etc. Dazu zur Vorgeschichte muss man ja sagen, dass bei uns ja diese 35.000er Leitungen jetzt gebaut wurden und auch freigestellt wurden. Nur kann man sie halt jetzt noch nicht nutzen für die Leute, die in einem Vertrag stecken, wie ich halt bis April, Mai. Ich weiß nicht genau, irgendwas dazwischen wird sein. Und deswegen habe ich lange mit der Telekom diskutiert und auch telefoniert, eher telefoniert und danach diskutiert, was man denn da machen könnte. Ich habe halt gefragt, ob es denn möglich ist, wenn jetzt zum Beispiel die Telekom diese Leitung freigeben würde und die EWE sozusagen dann die Leitung bekäme, die ja das schnelle Internet hat, ja, ob das nicht funktionieren könnte. Aber leider geht das halt nicht, da das Telekom aus rein technischen Gründen generell nicht machen. Für mich wäre das ja auch kein Problem, zwei Verträge zur gleichen Zeit laufen zu haben. Das heißt, wenn ich jetzt für Telekom und EWE halt doppelt bezahle, dann ist es halt so, das ist mir relativ scheißegal. Nur das funktioniert leider nicht. Deswegen fällt diese Sache schon mal flach. Danach habe ich bei EWE dann angerufen und angefragt. Die dann meinten, da ist dann leider auch nichts zu machen, es sei denn, man legt eine zweite Leitung ins Haus. Denn mein Port, den ich halt irgendwo da hab, der ist nur für eine Leitung zuständig. Das ist natürlich richtig gut, das muss man sich überlegen, wenn man eine neue Leitung ins Haus legen möchte, bezahlt man schon zwischen 200 und 300 Euro. Und das ist mir dann doch vielleicht nicht ganz so wert, wenn es doch eigentlich schon fast soweit ist. Es ist Januar, es ist fast Mitte Januar, so lange ist es nun auch nicht mehr hin. Auf jeden Fall hat das alles nicht wirklich geholfen. Ich habe nochmal beim Bauherrenamt, so heißt es richtig, angerufen. Die sind nämlich dazu da, um diese ganzen Ports zu checken, ob die wirklich die Möglichkeit besitzen, dass man die vielleicht sogar aufwerten kann. Das muss man sich halt so vorstellen, es ist halt ein Port, der sozusagen diese Leitung in das Haus schmeißt, kann man so einfach am besten behaupten. Und manche Ports sind erweiterbar. Das heißt, ich kann sozusagen noch eine zweite Leitung an diesem Port gleich mit anschließen, was dann vielleicht nur die Hälfte des Preises wäre, vielleicht ein Hunderter, um das freizuschalten. Das wäre also nicht das Problem. Aber leider, wie gesagt, funktioniert das alles nicht und ich bin auch ein wenig enttäuscht. Aber was will man? Für mich ist jetzt die Ausweichmöglichkeit fürs Erste, meine Schwester oder halt auch, je nachdem, Freunde, je nachdem, wer da so Zeit hat, mal ab und an. Denn ich würde natürlich sehr, sehr gerne HD-Videos hochladen, aber das funktioniert ja zumindest hier zu Hause nicht. Man muss sich das so vorstellen, bei meiner Schwester, die wohnt, glaube ich, 3-4 Kilometer weit. Das ist also nicht so der Weg, dass ich da nicht mal hinlaufen könnte, mal irgendwie ein paar Videos hochladen kann und die dann in der Woche freischalte. Das ist nicht das Problem. Nur, die hat manchmal genauso wechselhaftes Internet wie ich. Obwohl, man muss sagen, meine Leitung ist sehr konstant scheiße. Ihre ist eigentlich ziemlich wackelig, von gut bis schlecht ist da alles mit dabei. Und als ich das letzte Mal das probiert habe, da ein Video hochzuladen, habe ich mir gedacht, dauert ja noch länger als bei mir. Richtig toll. Nur jetzt funktioniert es bei ihr wieder. Ich irgendwie die ausprobieren. Ich denke mal, das werde ich dann nächste Woche in Angriff nehmen, da jetzt übers Wochenende viel vorhabe. Ja, und dann warten wir einfach mal ab. Vielleicht hat man ja Glück und das Internet ist doch so schnell, dass man vielleicht noch kein HD hochladen kann, aber doch mit einer besseren Qualität und vielleicht auch etwas kürzeren Upload-Zeiten. Das wäre natürlich eine richtig schöne Sache. Das werde ich dann nochmal testen und euch berichten in der nächsten Ausgabe. Aber das ist erstmal der Stand der Dinge quasi. Es wird bei mir kein HD geben,
bis es dann wirklich soweit ist, bis es. Ich lassen wir uns mal auf Mai verschlagen, Anfang Mai. Dann ist es nicht so schlimm, wenn man vielleicht doch mal eine Woche oder 2 Wochen früher schnelleres Internet hat. Ab dann wird es dann soweit sein, dass ich auch endlich Videos in HD hochladen kann und ich mich auch wieder aktiver um diesen Kanal kümmern werde. Meine Güte. Und solange müssen wir uns gedulden, solange muss ich mich gedulden. Ich werde, wie gesagt, ein paar Möglichkeiten noch ausschöpfen, die dann halt über Kumpels und Geschwister laufen. Vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht. Ansonsten müsst ihr leider mit dieser Gubbel-Grafik momentan noch leben. Wenn nicht, dann guckt die Videos euch nicht an, aber trotzdem vielen Dank an alle, die schauen, die bewerten, die mir weiterhelfen, die mich weiterempfehlen, die mich unterstützen, die mir Comics schreiben, die manchmal ein bisschen aufdringlich sind, aber das passt schon. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht es gut, euer Steven.